Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie an Videos über Programmieren. Und zwar programmieren wir C-Sharp, heißt das. Ja? Bevor wir aber anfangen zu programmieren und bevor wir uns das genauer anschauen, keine Angst, wir brauchen nicht viele Vorkenntnisse, ja? Wird schon werden. Aber bevor wir uns das genauer anschauen, schauen wir sie nochmal an oder schauen wir uns vielleicht überblicksmäßig an, wie ein Computer prinzipiell funktioniert. Okay? Computer, denke ich, ist bekannt, kennt jeder, druckt man drauf, ist irgendwo ein Icon mittlerweile, ist irgendwo ein Icon, druckt man Doppelklick oder so, ja, startet das oder am Handy, wie heißt das, App, ja, das Programm, ist aber auch ein Programm. Ja. Und dann passiert irgendwas, was irgendwer programmiert hat. Und wie funktioniert das jetzt? Also wie funktioniert, was läuft da innerhalb des Computers ab? Schauen wir uns das einmal an, aus was ein Computer überhaupt prinzipiell besteht. Wie gesagt, das wird ein bisschen so eine High-Level-Sache. Aber wir wollen es ja nur mal prinzipiell funktionieren und nicht im Detail analysieren. Brauchen wir nicht. Gibt Spezialisten dafür, die das können. Und zwar, jeder Computer, weiß man wahrscheinlich, hat einen Speicher, einen sogenannten Hauptspeicher. Ja? Das heißt, wenn man ein Programm startet, wird dieses Programm vor irgendeinem permanenten Speicher, Festplatte zum Beispiel, oder irgendein Flash-Speicher im Handy, wobei sich das in letzter Zeit ja ziemlich vermischt. Aber egal, also es gibt also einen Speicher, da wird das Programm hineinkopiert. Ja? Also irgendwo haben wir hier einen Speicher, Speicher. Dieser Speicher können wir uns vorstellen, es ist so in Zeilen aufgebaut, wie ein Buch. Ja, da in jeder Zeile steht halt irgendwas drin. Und wenn ein Programm anfängt, wo liest man, fängt man ein Buch an zu lesen? Auf der ersten Seite. Also im Programm hüpfen wir zu einem Beginnpunkt. Ja? Also irgendwo fängt das Programm an und wir wissen, wo das im Speicher hingekommen ist. Das sagt uns irgendwer, sagt, okay, passt, ich habe das Programm dort hingelegt. Das sagt Windows oder das sagt das Betriebssystem, sogenannte Betriebssystem, sagt das irgendjemanden. Wem sagt es das? Den sogenannten Steuerwerk. Ja? Also irgendwo gibt es ein Steuerwerk. Oder auf Englisch heißt es ein Control Unit. Ja. Das war's, wo Sachen da zum Holen sind. Okay. Das holt jetzt also hier da den Befehl raus. Stellen wir uns das jetzt mal einfach vor als Befehl. Ja. Das ist einmal erstens, das erste, was da passiert, heißt Fetch. Fetch. Ja. Befehl holen. Okay, wir holen den Befehl. Dann, was macht das Steuerwerk? Das Steuerwerk, das schaut jetzt einmal an, was heißt denn das überhaupt? Was habe ich da gekriegt? Ja, wie Befehlsausgabe? Ja, Bug, ich habe einen Befehl bekommen. Steuerwerk, aha, was ist da? Steht, aha, addiere zwei Zahlen. Ein Befehl halt. Ja? Dann, also das ist das Zweite, was passiert. Das Zweite ist die Code. Das ist Nachsehen. Was der Befehl bedeutet. Zum Beispiel, wie gesagt, addiere zwei Zahlen. Ja. Welche zwei Zahlen? Muss man irgendwas sagen? Muss man irgendwas sagen? Ja? Also, wo werden die stehen, diese zwei Zahlen? Im Speicher. Ja? Also, wir fordern vom Speicher da, das muss nicht passieren, wenn das zum Beispiel ein Befehl ist, wie warte mal, ja? Warte nur ein bisschen, ja? Gibt es auch solche Befehle? Ja? Dann sind wir da. Also drittens, das heißt Fetch Operands.
Branden heißt das. Ja, also Laden von zusätzlichen Daten. Okay? Laden von zusätzlichen Daten. Wie gesagt, wenn der Befehl zum Beispiel ist, addiere die Zahlen, addiere zwei Zahlen, dann lade die zwei Zahlen aus dem Speicher nach. Fetch Operands, fertig. Jetzt habe ich alles zur Verfügung, was man so machen kann. Ja? Und jetzt kommt das sogenannte Rechenwerk. Den haue ich das alles um. Ja, den sage ich, was zum Tun hat. Da haue ich das um. Back. Ja. Da macht er es, das ist der Befehl, das sind die Operanden, passt. Ja. Macht es. Das Rechenwerk macht das also. Gut, das Rechenwerk führt das aus. Das ist der dritte Punkt. Vierte Punkt, Execute. Ausführung. Des Befehls. Okay. Ausführung des Befehls. Dann sind wir fertig, haben wir unser Ergebnis. Ja. Und das, was dann noch fehlt, ist a write back. Ja. Dann schreiben wir das irgendwo hin. Fünftens, write back. Ergebnis speichern. Ja, also das geht jetzt da wieder um wahrscheinlich. Ja, wenn es so ist, zack, irgendwohin. Ja, wohin ist jetzt mal sehr egal. Ja. Dieses Rechenwerk und Steuerwerk, diese Einheit, diese gemeinsame Einheit, das hat man sicher auch schon mal gehört. Ja. Das heißt Prozesse. Prozesse. Das wirkt alles im Prozessor so zusammen, gemeinsam. Ja. Im modernen Rechnen ist überhaupt, schaut ein bisschen anders aus, aber da gibt es nämlich lokale Speicher da im Prozessor drinnen und Cache-Speicher und so weiter. Aber wie gesagt, vom Prinzip her ist es genau so. Ja, also wir holen uns da einen Befehl von dem Speicher, wir schauen nach, was bedeutet der Befehl. Der Befehl, brauchen wir nur irgendwelche zusätzlichen Daten, dann holen wir den an vom Speicher, dann lassen wir ein Rechenwerk werken, was da los ist. Das Rechenwerk liefert irgendwas zurück und das schreiben wir irgendwo hin und merken es, passt, nächster Befehl. Ja. Und so arbeitet man das Programm Befehl für Befehl ab und dann kommt irgendwas Sinnvolles heraus, hoffentlich. Jetzt steht der Prozessor. Prozessor, das heißt doch CPU. Ein anderer Name ist CPU. Central Processing Unit. Okay, CPU. Hat man vielleicht auch schon mal gehört. So, was sind jetzt eigentlich diese Befehle? Was ist, ich meine, der Speicher, was kann so ein Speicher eigentlich speichern? Ja? Nullen und Einsen. Mehr geht nicht. Ja? Das sind Nullen und Einsen. Jetzt ist so ein Befehl praktisch kodiert. Ja? Da steht halt nicht zu zwei Zahlen zu einem. Zähle zwei Zahlen zusammen, sondern da steht eine Reihenfolge von Einsen und Nullen. Zum Beispiel ein Befehl im sogenannten x86 wäre das. Also der Befehl, Befehle, liegen im Binärformat, so heißt das. Im Speicher. Ja. Daten, also das, was ich dann praktisch Fetch Operands praktisch mache, Daten,
liegen im Binärformat im Speicher, weil nämlich der Speicher kann nur Nullen und Einsen. Ja? Also ein typischer Befehl wäre zum Beispiel 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Und dann brauchen wir nur Daten. Ja. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Schön. Ja. Und das brauche ich nur programmieren. Und dann bin ich schon fertig. Wenn dieser Befehl da zum Beispiel lädt diese Daten in einen Speicherort im Prozessor. Ja, das ist ein Move-Befehl, heißt es. Ist schön. Ja. Brauchen wir nur jede Menge 1 und 0 in den Speicher hineinschreiben und können schon programmieren. Ja. Und der nächste Befehl 1, 0, 0, 0. Ja. Am Anfang hat man tatsächlich so programmiert. Ja. Am Anfang hat man da eine Reihe von Nullen und Einsen hineingeklopft, hat das Ganze durchrauschen lassen durch das Ding und dann ist was rausgekommen. Und dann hat man nicht genau gewusst, hat es gestimmt oder nicht, aber habe ich irgendwo einen Nuller oder einen Einser verdreht. Sehr fehleranfällig, sehr fehleranfällig. Kann man aber nach wie vor machen natürlich. Ja? Macht kein Mensch. Ja? Weil da bringst du nicht einmal einen Mauszeiger auf den Bildschirm. Ja? Da geht gar nichts. Ja, da kannst du vielleicht zwei Zahlen addieren, aber wenn es komplexer wird, verliert man den Überblick. Ja, weil die sind einfach nicht dafür geschaffen. Wenn da lauter Nuller hintereinander sind es jetzt 10 oder sind es 12 Nuller, ich habe keine Ahnung, das können das gar nicht sehen. Ja. Da gibt es dann Programmiersprachen, die uns dabei helfen. Ja. So, jetzt habe ich aber das Problem da. Ja, also jetzt habe ich da 1 und 0 und 1 und 0 und so weiter. Jetzt habe ich das Problem, es gibt ja nicht nur einen Prozessor. Ja, da unten in meinem Computer ist ein Prozessor, da in meinem Handy ja, ist auch ein Prozessor drin. Der versteht was ganz anderes. Wenn ich dem den gleichen 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0 sagt der, was will der eigentlich? Was will denn der? Ja, was will denn der von mir? Kenne ich überhaupt nicht aus? Und der sagt, eh klar, mach mal. Ja, also diese ganzen Geräte, die haben verschiedene Befehlssätze, heißt das. Ja, also diese Befehle, die unterstützt werden von einem Gerät, die heißen Maschinenbefehlssatz. Ja, also wir können praktisch notieren, jedes Gerät, Maschinenbefehlssatz, jeder Prozessortyp hat unterschiedliche unterstützte Befehle, die auch unterschiedlich aussehen. Das heißt, ein Programm ist nur auf genau einem Prozessortyp ausführbar. Ich kann nicht einfach ein Programm, welches da für diesen Prozessor geschrieben wurde, da unten, aufs Handy kopieren und kann erwarten, dass das dort genau das Gleiche macht. Ja? Ich meine, ist eh klar, wir wissen, dass das so ist, aber das ist der Grund, weil der versteht das gar nicht. Für den ist das eine komplett andere Sprache. Ja? Vielleicht sogar ein anderes Datenformat und so weiter. Das ist ein Programm. Ja? Wie wir jetzt mit dem umgehen, ja, jetzt da wir wissen, wie so ein Programm eigentlich da drinnen abläuft, wie wir damit umgehen, dass
das eben ist, dass ich da 1 und 0 eigentlich brauche und die 1 und 0 eigentlich für jeden Prozessortyp extra. Ja, wie mache ich denn das? Um Gottes Willen, ja. Da ist eine Vielfalt an Geräten da draußen. Das werden wir im nächsten Video uns ansehen. Ja. Im nächsten Video schauen wir uns an, was ist notwendig oder wie funktioniert das, dass, wie kann ich überhaupt irgendwas programmieren? Schauen wir uns an. Nächstes Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.